man sich sagen muss, ich muss weiter leiden, damit andere nicht leiden und so. Wenn du so sehr dich mit dieser Thematik beschäftigt hast, wie sehr hast du dich mit der Überlegung der Selbsttötung beschäftigt? Ich habe bereits Versuche hinter mir, gescheiterte Versuche, Versuche, die vorzeitig abgebrochen wurden. Und ich habe also erst kürzlich mit Tabletten geplant gehabt und er bekam dann an dem Tag unerwartet Besuch von meiner älteren Tochter und habe es dann aufgegeben und es nicht getan. Und inzwischen hat also diese Tabletten, weil das, da kam die Konstellation eines akuten Tiefs und eines Suizidwillens gerade zusammen mit dem Erhalten einer neuen 100er-Packung meines Hauptmedikaments. Und wenn ich diese Konstellation hätte mir die Möglichkeit gegeben, wenn ich diese Tabletten alle genommen hätte, mich von meinen Leiden zu erlösen. Und dann dem Abend, an dem ich das vorhatte für die Nacht, kam dann unerwartet meine Tochter zu Besuch. Ich habe es dann nicht getan. Und inzwischen sind die Tabletten in Verwahrung meiner Dame vom ambulant betreuten Wohnen. Es äußern sich ja immer mehr Menschen zu diesem Thema der aktiven Sterbehilfe. Ja. Und auch ich bin unter strengsten gesetzlichen Vorkehrungen auch ein Befürworter. Ja. Ich finde, dass das unter Umständen ein großer humaner Akt ist, wenn man das ermöglicht. Genau. Also es ist ja so, dass ich jetzt entweder kardiologisch behandelt werden muss oder ein neues Medikament für mein Gehirn ausprobiert werden soll und wieder in die Klinik soll und so. Und ich habe also in deiner Sendung, die ich schon viele Jahre höre, oft schlimme Krankheiten, Schicksale gehört. Und ich habe manchmal gedacht, wenn diese Möglichkeit bestünde, würde viel Leid erspart sein. Und wenn ich also, ich war auch mal in einem Altenheim und habe mir da was angesehen, Pflegeheim, um selbst vielleicht dahin zu kommen. Und dann habe ich vor einer Etage beim Vorbeigehen so hochkreise, schwerstkranke, hochbetagte Menschen gesehen, die also in unsäglichem Leidenszustand dort saßen. Und das hat mich dermaßen angerührt. Ich meine, wenn die das selbst nicht mehr entscheiden könnten, ist es halt ein Problem. Aber man würde mit der freiwilligen Euthanasie, glaube ich, man muss in dieser Thematik wirklich sehr differenziert denken. Ja, es darf überhaupt keinen Missbrauch geben. Ja. Gerade wo du das ansprichst mit Altenheimen und Menschen, die es selbst nicht mehr entscheiden können. Aber ich finde, dass wir darüber diskutieren müssen in unserem Land. Und wir tun es ja immer wieder auch. Es gab ja vor gar nicht so langer Zeit ein Jahr, es ist ja einen großen Artikel im Stern mit Titelblatt, wo auch der Stern, was ich sehr toll fand und wo ich großen Respekt hatte, auch sich klar positioniert hat, nämlich dafür, dass wir darüber diskutieren müssen, dass wir klare gesetzliche Regelungen schaffen sollten für diesen Fall. Lieber Manfred, das war jetzt eine Äußerung deinerseits zu diesem Thema. Das finde ich auch sehr gut. Ich bin jetzt gerade, wenn ich mich von dir verabschiede, in einem Zwiespalt. Ich sage sonst, ich wünsche meinen Anrufern immer alles Gute von Herzen. Ja. Das wünsche ich dir auch. Ja, ich danke dir. Und ich wünsche es dir eigentlich so, wie was du für dich als gut erachtest. Ich glaube, dann verstehen wir uns richtig. Ja. In diesem Sinne würde ich dir wirklich meine Wünsche aussprechen wollen. Ich danke dir. Alles Gute von Herzen. Wünsche für die Sendung weiter guten Verlauf. Herzlichen Dank, Manfred. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, jetzt muss ich mal meiner Regie sagen, dass ich die Leitung 1 nicht trennen kann. Dann könnten wir Probleme hier haben. Dann müsstet ihr mir das mal in der Regie machen. Ich kann die Leitung 1 nicht trennen. Das können wir mal hier lösen, die ganze Sache. Währenddessen erzähle ich euch mal unser Thema morgen. Unser Thema morgen heißt, meine Gesundheit ist mir egal. Morgen ist ja Themennacht, Dienstagnacht. Das Thema heißt, meine Gesundheit ist mir egal. Ich möchte mit Menschen sprechen, die wirklich Raubbau mit ihrer Gesundheit betreiben. Die vielleicht zu viel essen, zu viel rauchen, die Drogen konsumieren oder die so im Leben extrem riskante Sachen machen und sich kein Deut um ihre Gesundheit und die körperliche Unversehrtheit scheren. Und auch gerne noch mit Leuten, die schwer krank sind, die sich aber nicht behandeln lassen möchten. Also meine Gesundheit ist mir egal. Das ist unser Thema morgen. Ihr könnt natürlich morgen auch immer, wie immer, ab 0 Uhr anrufen oder ihr mailt rund um die Uhr. So, jetzt wollen wir mal hoffen, dass wir unser technisches Problemchen hier gelöst haben und wir machen weiter. Ja.
Ich glaube, es funktioniert. Mit Sascha. Und Sascha ist 29 Jahre. Hallo Sascha. Ja, hallo Domia. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, dass ich durchgekommen bin. Ja, und was geht's bei dir, Sascha? Ich wollte als erstes sagen, dass ich deine Sendung sehr, sehr schätze und seit ca. 5 Jahren jeden Abend gucke. Wow, ich danke dir. Vielen Dank. Ja, und zwar folgendes. Bei mir geht das um einen extremen Ordnungszwang. Aha. Und zwar spielt sich das meiste bei mir in der Wohnung ab. Ja. Ich kann die Wohnung also absolut nicht verlassen, wenn nicht alles an seinem Platz liegt. Alles. Das fängt an von ganz banalen Dingen wie den Kaffee in der Kaffeedose gerade zu rücken. Ich bin Raucher, ich rück die Asche im Aschenbecher gerade. Achso, wenn in der Kaffeedose das so einen kleinen Haufen gegeben hat. Die ist durchsichtig. Achso, ja, da muss es glatt gerüttelt werden, damit das eine Ebene hat. Genau. Ja, ja. Genau. Mit Kleidungsstücken, die sind nach Farben geordnet. Wenn die Sachen dann aus der Wäsche kommen, wieder in den Schrank müssen, wird der eine Bulk rausgenommen und dann kommt es direkt an den Platz. Welche Farbe darf denn nur neben welcher Farbe liegen? Von weiß und dann ins Dunkle. Dann halt, sagen wir mal, grün und dann wird es dunkler, das Grün, und dann kommt das Blau und dann kommt das Schwarz. Und also ein weißes T-Shirt darf nie auf einem pechschwarzen liegen? Nee. Das geht nicht? Nein. Aha. Das ist von frühester Kindheit so. Ich habe auch mit meinen Spielsachen so gut wie gar nicht gespielt. Habe zum Beispiel meine Matchbox-Autos um die Möbel rumgebaut, habe mich in die Mitte gesetzt, mich daran erfreut, wie schön gerade die stehen. Sag mal noch ein paar Beispiele aus der Wohnung. Du wohnst alleine, Ich wohne alleine und das seit 5 Jahren. Ja. Wie das Schlafzimmer beispielsweise, wie muss das geordnet sein? Ich habe eine Einzimmerwohnung und es liegt alles immer akribisch genau abgemessen von mehreren Seiten, also angeguckt an seinem Platz. Also das Kissen muss ganz akkurat da liegen. Die Nackenrolle da drauf. Ja. Alles wird zurechtgezupft, ja. Badezimmer, das ist ja auch so ein Ort, wo wir alle gerne mal ein bisschen usselig sind und mal das liegen lassen und deine Zahnbürste und so, bei dir nicht. Fang ich mal an? Nee, auf keinen Fall. Also wenn ich mich rasiere, natürlich die Zähne putze und dann unter die Dusche steige und ich dann aufräume, sprich ich hänge das Handtuch wieder an seinen Platz, ich stelle die Zahnbürste mit Zahnpasta und meiner Zahnbürste halt im Becher wieder hin. Das kann teilweise Viertelstunde dauern, das kann eine halbe Stunde dauern. Achso, das heißt, du bist auch sehr damit beschäftigt, diese Ordnung immer aufrechtzuerhalten in deiner Wohnung. Ja, ich mache sogenannte Expositionen. Ich schaffe es also allerhöchstens einen Tag, wenn ich die Wohnung halt verlasse und lasse es dann da die 3-4 Sachen liegen, sei es ein Kochpot, sei es die Zahnputzgeschichte oder mein Bett halt und Klamotten. Wenn du das Bett nicht machst, wenn du das Bett einfach so offen liegen lässt und die Nackenrolle liegt vielleicht auf dem Boden. Ja. Und würdest dann aus dem Haus gehen? Mit welchem Gefühl gingst du aus dem Haus? Ich gehe angespannt aus dem Haus. Ich bin nachdenklich, grübeliger als sonst. Würdest du die ganze Zeit, während du nicht in der Wohnung bist, daran denken? Ja. Ja. Das ist für mich dann das totale Chaos und ich komme dann nach Hause und es ist für mich Stress pur. Wie ist es so, was deine Körperhygiene anbelangt? Ist es da auch sehr extrem oder ist es da normal? An und für sich will ich mal betiteln normal. Ich wasche mich natürlich täglich, ich gehe alle 2 Tage duschen, ich rasiere mich 2-mal in der Woche. Ja. Aber das Rasieren, auch so ein Punkt, es ist auch eine Zwangsgeschichte, es dauert bis zu 1 Stunde. Warum? Weil? Ich rasiere mich, ich zähle, da kommt teilweise auch der Zählzwang durch, ich zähle die Seiten halt, ich fange jetzt an der linken Seite an 2-mal runter, dann mache ich es an der rechten Seite 2-mal runter. Ach so. Also wie viel Mal du rasiert hast, das zählst du. Genau. Mhm. Und dann fange ich an, gegen Strich zu rasieren. Also ich rasiere mich nass und ich rasiere mich so lange, bis ich absolut nichts mehr fühle von dem Bart. Und dann die Koteletten, die gucke ich dann halt x-mal nach mit einem kleinen Handspiegel vor dem großen Spiegel. Du lebst allein in der Wohnung, das hast du ja schon gesagt. Ja. Lebst du so auch alleine oder hast du eine Freundin? Nee, ich habe eine Freundin, bei der bin ich jetzt auch gerade. Ja. Hier in Oldenburg, ich komme aus Bremen. Wie geht denn die Freundin damit um? Ja, die Freundin, die sitzt hier im Nebenzimmer vorm Fernseher, die hat in Anführungsstrichen das Gleiche. Ach. Wollte auch, wir haben uns in der Klinik kennengelernt. Das heißt, du warst schon in therapeutischer Betreuung wegen dieser Sache? Ja. Ja, insgesamt 4-mal. Das erste Mal 2000, das letzte Mal 2005. Und bei mir rühren auch noch, genauso wie bei meiner Freundin, auch Panikattacken, die ich aber für meinen Teil an und für sich gut im Griff habe. Ich habe zwar katastrophalisierende Gedankengänge sehr viel. Katastrophalisierende Gedankengänge? Was ist das? Dass ich mir verschiedene Sachen ausmale, was könnte passieren, wenn ich das und das nicht mache, sprich in der Wohnung nicht alles an seinem Platz liegt. Ach so, verstehe. Dann spielst halt du das alles durch, bis irgendwann die Wohnung brennt und das Haus in Schutt und Asche liegt. Genau, also ich habe leider halt auch unterm Kontrollzwang. Ja.
Wobei der Ordnungszwang, der steht im Vordergrund. Das heißt, wenn deine Freundin ein ähnliches Problem hat, dann wiederum kann ich mir vorstellen, dass euer Zusammenleben funktioniert, eher funktionieren kann, als wenn sie jetzt so eine Chaos-Tante wäre. Und das ist das Ding. In puncto Panik ergänzen wir uns super gut, sprich, dass wir uns, wie soll man sagen, gegeneinander auffangen können oder uns helfen können verbal, dass man sagt, Mensch, ich habe das so und so und du hattest das ja schon so und so gehabt, wie man halt gegen die Angst gegensteuert, gegen ansteuert. Mhm. Nur halt in puncto Aufräumen ist sie wirklich Chaos. Achso. Hast du ihm gesagt, Chaos-Tante? Oder? Ein Chaos-Typ, ja. Kannst du natürlich ruhig und das ist sie voll und ganz. Ja, wiederum ist das vielleicht auch nicht so schlecht. Denn wenn sie jetzt genauso akribisch wäre wie du, kann man sich ja vielleicht gegenseitig da auch noch hochschrauben. Ja. Also wenn wie lebst du denn dann in ihrer Wohnung, die nach deinen Verhältnissen wahrscheinlich wie ein Trümmerfeld aussieht? Ich räume meine Sachen an und für sich immer so an meinen Platz hier. Ich habe hier meinen im Schlafzimmer, wo ich mich auch gerade befinde. Ach so, dass sie ihre Sachen nicht aufräumt, das stört dich nicht? Doch, es ist auch schon des Öfteren vorgekommen, dass ich hier die Wohnung auch aufräume, aber nicht unter so einem Zwang, dass ich es jetzt halt täglich mache. Gibt es da schon mal Streit zwischen euch beiden, dass du dann zu sehr rumläufst und hier wieder das Handtuch hinhängst und das faltest und so weiter? Bei mir in der Wohnung ein bisschen schon, ja. Dass sie dann auch mal sagt, Mensch, hier ist doch alles ordentlich und setz dich doch mal hin. Mhm. Weil teilweise sage ich auch so ein bisschen selbstzerstörerisch, weil ich dann sauer bin. Mist hier, das klappt nicht und ich habe die Schnauze voll. Und wie lange seid ihr zusammen? Wir sind jetzt am 29.01. nächsten Jahres 2 Jahre zusammen. Ah ja, immerhin. Das ist ja nicht schlecht. Und was machst du vom Beruf? Beruflich mache ich gar nichts. Ich war lange jetzt krankgeschrieben und fange jetzt, das ist ganz brandaktuell, ich bin jetzt gerade vom Sozialamt, gibt es ja nicht mehr, aber Sozialamtgeschichte, da ich war halt arbeitsmäßig nicht vermittelbar und bin jetzt gerade beim Arbeitsamt wieder und fange am 5.11. eine Maßnahme an, erstmal ein Bewerbungstraining. Ah ja. Und möchte dann natürlich, ich werde nächstes Jahr 30 Jahre alt. Und möchtest in welchem Bereich gerne arbeiten? Ich habe im Einzelhandel gearbeitet und ich denke mal, dass ich da wohl wieder irgendwie gern Fuß fassen würde. Nun warst du zweimal schon in einer Klinik? Insgesamt 4-mal. Insgesamt 4-mal sogar? Ja. Das eine Aber war es hat es dann geholfen? Ist es ein bisschen besser geworden? Für die Zeit, wo ich in der Klinik war, auf jeden Fall. Na weil gut. Da hatte ich ja nicht den Druck. Ich wusste, zu Hause ist alles okay. Ist klar, aber entscheidend ist ja immer, wie die Zeit dann danach ist, wenn man in der Klinik war. Danach, in puncto der Gedankengänge, vielleicht auch sogar Depressionen oder wie auch immer, also wirklich übelste Gedanken, das ging ab Tag 1 eigentlich zu Hause schon wieder los. Das ist immer das Problem, dass die Leute sich in den Kliniken gut aufgehoben fühlen. Das ist so ein geschützter Raum, wie so eine Insel. Und dann geht man raus in die Welt und dann ist alles anders wieder. Ja. Und ich muss sagen, ich rühre nur noch von meinem ersten Klinikaufenthalt im Jahre 2000, wo ich immer noch die positiven Gedanken rausziehe. Das war bezüglich der Panik. Und dass ich da halt nicht dieses klassische Hände vor den Kopf, oh Gott, ich sterbe gleich, sondern dass ich da gelernt habe, auch mit Hyperventilation und so weiter, die ja dann so eine Panikattacke hervorruft, dass ich im Raum bleibe. Du bist diese Erkrankung, die du hast, im ersten Moment schmunzelt man dann so, wenn das jemand so auflistet, wie du es gerade aufgelistet hast, aber das ist nur alles andere als zum Schmunzeln. Das ist eine schwerwiegende Erkrankung, die das Leben kolossal beeinflusst. So ist es ja bei dir. Ja. Wie gedenkst du denn jetzt weiter vorzugehen? Ich meine, das ist ja schon mal ein ganz guter Schritt in den Alltag hinein, wenn du diese Maßnahmen des Arbeitsamtes da angehst. Willst du nochmal in eine Klinik oder nochmal in eine Therapie oder ein anderes Therapieverfahren ausprobieren vielleicht? An und für sich nicht. Also ich muss jetzt ins kalte Wasser. Ich war 5 Jahre zu Hause und ich habe mir schon verschiedene Gedanken natürlich gemacht. Ich habe auch sehr, sehr große Angst vor nächste Woche Montag, dass ich da halt irgendwie versage oder zu spät komme. Am Montag geht's los? Am Montag geht's los. Um 8.30 Uhr bis 12.15 Uhr. Oh, aber du hast gesagt, 5 Jahre zu Hause. Aber du warst ja nicht nur in der Wohnung, du bist ja auch rausgegangen. Nein. Ich habe einen guten Bekanntenkreis, will ich mal betiteln, 2, 3 Freunde. Ich habe meine Freundin, die ist entweder in Bremen bei mir oder ich in Oldenburg. Ja. Nur halt, es ist immer eine Qual und ich komme auch meistenteils überall zu spät. Da vielleicht 5 Minuten
anderen Tag. Weil du alles noch ordnen musst zu Hause. Genau. Ja, aber das kann man ja alles trainieren, dann stehst du halt 10 Minuten früher auf. Ja, das ist die Sache. Selbst wenn ich 5 Stunden Zeit habe, durch diese gedanklichen Blockaden und dieser Traurigkeit, dass ich mich dann hinsetzen muss und sagen muss, nee, ich kann nicht mehr. Ich muss es zwar machen und ich habe ja noch die und die Zeit, aber meistenteils klappt es nicht. Hier werden sicher viele Leute sagen, Mensch, das ist Anstellerei. Mit ein bisschen Disziplin und so kann man das schaffen. Aber ich glaube auch, wenn das so lange eintrainiert ist, dieses Verhalten, du hast es ja so viele Jahre schon, dass man da eben nicht mit so einer klugen Überlegung, jetzt tritt ich meinen Hintern, rauskommt. Nee, so einfach ist das nicht. Der eine, der versteht es und sagt, Mensch, oder versucht sich reinzuversetzen, und der andere sagt, du hast gar keinen Beinbruch, bei dir sieht man keinen Gips, du siehst gut aus, was ist hier los? Ja. Sascha, wieso hast du mich angerufen? Weil ich gerne mit dir sprechen wollte und weil ich gerne vielleicht, wenn man das überhaupt machen kann, von anderen vielleicht Telefonnummern oder Adressen bekommen könnte, die diese Erkrankung auch haben. Ja, gibt's ganz viele Menschen. Oder dass man, das weiß ich, aber dass ich da direkt mal ein bisschen rankomme, dass man vielleicht Selbsthilfegruppe gründen könnte. Oder? Gibt's bestimmt auch ganz viele. Hast du dich noch nicht schlau gemacht? Doch, in Bremen gibt es auch sowas. Ja, bei dir nicht? Doch, in Bremen gibt es sowas. Ach so. Aber dann weißt du es ja schon, dass es das gibt. Nee, ich meine privat, dass man im Bekanntenkreis vielleicht Leute... Ach so. Na okay, also das machen wir natürlich gerne, wenn sich da jemand angesprochen fühlt. Du wohnst in Bremen, sagst du. Ja. Wobei ich das ja auch noch nicht aufgeben würde an deiner Stelle, doch nochmal über vielleicht eine vielleicht unkonventionelle Therapieform nachzudenken. Ja. Bei diesem Nachdenken würde dir sicher gerne meine Psychologin helfen. Ja, das wäre super. Das kann ja nicht schaden. Ihr könnt ja mal miteinander reden, die Simone und du. Ja. Es gibt ja immer wieder neue Technik, neue Verfahren. Und ich meine, die halbe Miete ist natürlich dein eigenes Engagement. Und dass du nächste Woche Montag das anfängst, finde ich super. Das ist ganz toll. Ich danke dir. Und ja, wirklich. Und wenn du da jetzt auch noch vielleicht alle Energie zusammenpackst, die in dir wirklich steckt, und das versuchst durchzuziehen, glaube ich, dass das ein ganz großer eigentherapeutischer Erfolg ist. Ja. Der dich auch sehr stolz machen wird, für dich, glaube ich. Ich habe mir gesagt, ich muss natürlich zeitig aufstehen, das ist klar. Das musst du. Aber ich lasse meinen Kaffee und alles lasse ich dann stehen. Meine Kaffeemaschine mache ich nicht sauber, mein Bett auch nicht. Hast du abends denn genug Zeit? Ich habe, wie gesagt, das geht bis 12:15 und ich habe auch Glück, das ist bei mir da in der Nähe. Gut, wenn du solche Tricks für dich findest, ist das ja erstmal völlig okay. Vielleicht würde es sich hinterher noch irgendwie anders fügen und ordnen. Lieber Sascha, wenn Leute bei uns sich melden, bitte nicht per Telefon, dann sind nämlich unsere Leitungen, ist er weg. Ihr Lieben, wenn ihr zu Sascha euch melden wollt, dann bitte nicht per Telefon, weil dann unsere Leitungen belegt sind, sondern per Mail domian@wdr.de. Und der Sascha, die Leitung ist weggebrochen. Wenn er uns jetzt hören sollte, bitte auflegen, denn wir werden dich jetzt gleich zurückrufen. Das heißt, die Simone, meine Psychologin heute Nacht, wird dich zurückrufen. Sascha war das. Und hier geht es weiter mit Nadine. Und Nadine ist 30. Guten Morgen, Nadine. Guten Morgen, Domian. Hallo, Nadine. Schön, dass du da bist. Um was geht's denn? Es geht um das Thema Ratlosigkeit. Ratlosigkeit? Bist du ratlosig? Bist du ratlos? Ja, ich bin ratlos. Und zwar habe ich eine 8 Monate alte Tochter von einer Affäre, die seit 1,5 Jahren pflege, der aber seit 20 Jahren verheiratet ist. Moment, das habe ich ja akustisch. Du hast, wie alt ist die Tochter? Die ist 8 Monate alt. 8 Monate. Und die pflegst du? Ich pflege eine Affäre seit 1,5 Jahren und die Tochter ist aus dieser Affäre entstanden. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Genau. Mhm. Ja. Die Tochter ist aus der Affäre entstanden. Erzähl mir mal ein bisschen von dem Mann. Ja, und zwar haben wir uns vor 1,5 Jahren kennengelernt. Ich bin ehemalige Prostituierte. Halt mal den Hörer irgendwie anders. Das klingt so Ich bin ehemalige Prostituierte. Mhm. Und wir kennen uns seit 1,5 Jahren. Mhm. Und es war damals ein geschäftliches Kennenlernen. Ach so, das heißt, das war ein Freier von dir? Das war ein Freier von mir, genau. Und daraus ist halt etwas Privates geworden. Verstehe. Sag mal, passiert eigentlich sowas in dem Gewerbe öfter? Ich sag, ich bin auch nur ein Mensch. Und ich sag, das kann jeder Prostituierten passieren. Und ich denke mal... Das stimmt schon, aber kommt es oft vor? Ich denke schon, ja. Also so in deinem Bekanntenkreis so von früher ist das schon mal hin und wieder passiert? Ja, es ist hin und wieder passiert, ja genau. Okay. Mhm. Und dieser Mann ist, wir haben uns rein Wein eingeschenkt und
ich wusste von Anfang an, dass er verheiratet gewesen ist, also, ja, oder beziehungsweise noch ist, ja, und dass er zwei erwachsene Söhne hat. Und die Frau von weiß von mir gar nichts, aber aus dieser Affäre ist halt, aus dieser sexuellen Affäre ist halt meine Tochter entstanden. Und diese sexuelle Affäre ist zu einer Liebesaffäre geworden? Oder zu einer, ist es immer noch eine reine Sexaffäre? Es ist eine Liebesaffäre. Das heißt, du liebst diesen Mann? Ich liebe diesen Mann, genau. Liebt dieser Mann dich auch? Ich denke schon, dass er mich lieb hat, ja, aber ich weiß nicht, ob er mich liebt. Großer Unterschied, ne? Gibt für mich dann Unterschied. Bitte? Es gibt da für mich einen Unterschied. Aber hallo, ja, natürlich, einen großen Unterschied. Ja. Natürlich. Ja. Wie war das denn für ihn, als du schwanger wurdest? Also da muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Und er hat zu mir gesagt, er hätte es gerne, dass ich das Kind wegmachen lassen würde. Mhm. Weil ich bin in einem Substitutionsprogramm. Das heißt, ich bin in einem Methadon-Programm. Das heißt, du hattest Drogenprobleme früher? Natürlich, ich habe Heroin und Kokain konsumiert. Ja. Natürlich nicht intravenös, das heißt nicht mit der Spritze. Ja. Und dieses Jahr steht eine Therapie an und das Jugendamt hat mir halt diese Auflage erteilt, dass ich halt diese Therapie machen soll. Und ich mache sie nur im Interesse meinerseits, weil ich möchte stark für meine Tochter sein. Das heißt, als du schwanger wurdest, warst du noch drogenabhängig? Ja. 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 Also hat das Kind irgendeinen Schaden genommen? Nein, es war Gott sei Dank nur 9 Wochen auf der Intensivstation. Und ist gesund. Könnte ich mir jetzt noch einen Kopf verabschlagen, durch ganz ehrlich. Mhm. Ich meine, das ganze Leid, was ich meiner Tochter zugefügt habe, möchte ich keinem Mensch auf Erden wünschen. Mhm. Das ist ganz ehrlich. Wie kam das denn, dass du überhaupt schwanger wurdest? Ich meine, du bist ja nun, dir muss ich nicht erzählen, wie man verhütet. Nee, das musst du mir nicht erzählen. Nee. Das ist ja eine private Angelegenheit geworden. Und zwar habe ich mich bei diesem Mann so gehen lassen und fallen lassen können, wie noch bei keinem Menschen zuvor. Mhm. Und es war wirklich so eine fantastische Begegnung. Wolltest du schwanger werden von ihm? Nein, ich habe gar nicht damit gerechnet. Ich habe damals schon 18 Jahre eine Fehlgeburt gehabt. Ja. Da war ich noch nicht drogenabhängig. Ich habe mit 22 erst Drogen angerührt. Mhm. Ja, aber hast du hast nicht verhütet, als du mit ihm geschlafen hast? Nein, haben wir nicht. Warum nicht? Soll ich dir ganz offen und ehrlich, und zwar bin ich noch nicht mehr davon ausgegangen, dass ich überhaupt Kinder empfangen kann. Ach so. Weil ich habe davor eine 6-jährige Beziehung geführt. Mhm. Und da haben wir auch nicht verhütet, mein Ex-Partner und ich. Mhm. Und da ist nichts passiert. Ah, das verstehe. Das ist ja selber nicht. Ich meine, durch diesen Methadon-Einfluss und der Drogen bekommt eine Frau ihre Periode nicht mehr. Ja, ja. Und da kannst du es gar nicht mehr abwägen, was Sache ist. Mhm. Also er wollte das Kind nicht. Er wollte absolut nicht. Er sagte immer zwar, ja, du musst ein bisschen an deine Gesundheit denken und bitte daran, was mit dir alles passiert und hast nicht gesehen. Akzeptiert er denn heute das Kind? Nein. Nein? Und deswegen bin ich ratlos, Domian. Deswegen frage ich dir, was soll ich machen? Ich hab das Jugendamt angelogen und habe gesagt, dass ich nicht weiß, was Sache ist. Ich bin in der Disco gewesen, bin halt auch nur Mensch und da ist halt passiert auf der Toilette. Mhm. Ganz ehrlich. Und dieser Mensch sagt zu mir, du musst nicht von mir erwarten, dass ich das Kind anerkenne. Mhm. Und jetzt weiß ich nicht, was soll ich machen? Soll ich sagen, jetzt soll ich jetzt auf meine schönen Abenden verzichten? Soll ich ganz ehrlich sagen, pass mal auf, mein Mädchen heißt Samantha. Samantha, ich weiß nicht, wer dein Papa ist. Oder soll ich halt mit offenen Karten spielen? Ich weiß nicht, was Sache ist. Mhm. Wenn du jetzt darauf bestehen würdest, dass er die Vaterschaft anerkennt, ja, was würde dann passieren? Oh, und zwar bin ich vor 5 Monaten ausgerastet und habe halt ein Ultraschallbild mit einem Erstgeburtsbild zur Adresse hingeschickt. Also wohin geschickt? Zu seiner Familie. Mhm. Und habe halt geschrieben, halt, wir hätten auch anders miteinander diskutieren können, aber da das ja nicht anders wollte, muss halt auf diesem Wege geschehen. Und zwar habe ich dann halt ihm halt durch den Nägel und Köpfe gemacht und ein bisschen Trouble in seiner Familie gemacht. Die Frau weiß zwar, dass es mich gibt. Warum hast du das getan? Warum hast du das getan? Ich habe nur Symbole des Kindes, weil ich ja irgendwie wollte, dass er, ich wollte halt mit Druck erreichen, dass er zu diesem Kind steht. Ja. Ja. Also ich weiß nicht, ich bin blöd. Formulier nochmal deine Ratlosigkeit, dein Zwiespalt oder die Frage, vor der du stehst. Und zwar weiß ich nicht, was ich machen soll, ob ich jetzt offiziell zu dem Vater des Kindes stehen soll oder nicht. Was spräche denn dafür, nicht zu dem Vater zu stehen?
wie soll ich das sagen? Was spreche dafür nicht, zum Vater zu stehen? Mhm. Und zwar habe ich das, habe ich eine riesige Angst, diese 20-jährige Ehe zu zerstören, weil ich genau wusste, worauf ich mich vorher einlasse. Das glaube ich nicht, dass du so große Angst hast, sonst hättest du das Bild nicht dahin geschickt. Ja, das war Frust, das war Wut. Weil er gesagt hätte, ja, wenn es abtrennen würdest, könnten wir das Bett schön lecker weiter warm teilen. Lass uns mal überlegen, was ist denn für das Kind das Beste? Das Kind ist also das Kind. Lass uns mal nur über das Kind reden. Was wäre und was ist für das Kind die beste Lösung? Also ich persönlich finde es besser, wenn das Kind genau weiß, wo es herkommt. Mhm. Dass es genau weiß, was Sachen sind. Finde ich auch. Ja. Und insofern ist die... Ich muss ja irgendwie ein bisschen als Kind denken. Weil ich krieg später die Fragen gestellt, Mama, wie du bist halt, warum, was ist los? Und somit ist eigentlich... Die geht in den Arsch. Was mache ich denn dann? So, bitte? Ja. Stell dir mal vor, die Therapie, also das ist eine 26-jährige Therapie. Jetzt stell dir mal vor, das geht alles in Barren runter. Ich krieg einen Rückfall oder sonst dergleichen. Ja. Mit mir geht irgendwas daneben. Ich krieg nachher die Frage gestellt. Mama, also, wieso kenne ich meinen Papa nicht? Was ist im, mit im Prinzip denn? Beantwortest du ja deine Ratlosigkeit gerade, Nadine. Ja. Du beantwortest sie, ohne dass ich was sagen muss. Ja. Ne? Also, soll ich dazu stehen? Ich finde schon, ja. Natürlich. Gar keine Frage. Ach mein Gott, ich höre dich jetzt seit 12 Jahren, ey. Mein Gott noch. Mhm. Scheiße. Also ohne Rücksicht auf Verluste des Mannes hinwegen. Ja, was heißt ohne Rücksicht auf Verluste des Mannes? Dieser Mann ist verantwortlich dafür, auch verantwortlich dafür, dass du ein Kind hast. Das heißt, er muss auch die Verantwortung tragen und auch mit den Konsequenzen halt zurechtkommen, die das Ganze mit sich bringt. Das ist nicht dein... Ich finde, in seinem Fall geht es nur um das Kindeswohl in erster Linie. Stimmt, ja. Und alles andere müssen die Erwachsenen für sich in ihrem Umfeld irgendwie versuchen zu klären. Wie erkläre ich das dem Jugendamt denn? Ja, sorry, ich hab's dir angelogen. Tja, ich weiß nicht, wie man das macht, ob man dann hingehen kann. Also, da weiß ich nicht, wie das juristisch auch ist. Ja, vielleicht solltest du gleich mit ganz offenen Karten spielen. Ja. Das kann ich dir nicht sagen, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir da auch vielleicht auch nur den einen oder anderen guten Rechtstipp per Mail bekommen. Den würde ich dir gerne weiterreichen, wie man Ich weiß nicht, was Sache ist. Ich denke jetzt zum Wohle meiner kleinen Samantha. Mhm. Ich höre mal, ja, Mama, wer ist mein Papa? Ja, toll, super, dann stehe ich da. Mhm. Wie ist es denn im Moment? Du bist im Moment aus diesem Job, aus der Tätigkeit der Prostitution heraus. Mensch, Schöner, du. Das ist gar nicht so einfach, sag ich dir ganz ehrlich. Du bist nicht raus. Ich bin noch zwar in einem Prostitutionsgewerbe drin, ja. Vielleicht 3-4 Mal im Monat noch, das war früher 28 Tage im Monat, mhm. Aber ich bin zwar noch aktuell im Methadon-Programm drin, mhm. Ne? Ich konsumiere auch noch nebenbei hier und da Drogen, sag ich dir ganz ehrlich. Ja, das ist natürlich völlig bescheuert, ne? Das ist voll scheiße. So. Aber ich bin ganz so, es ist toll, drastische Worte zu gebrauchen, aber noch toller ist es, konsequent zu sein. Sicher. Ich meine, Handeln und das andere drumherum, ja, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja, aber du machst es nicht... Ob du schon mal einer Sucht erlitten warst. Ja, aber du tust es ja nicht nur für dich, Nadine, sondern du tust es für dein Kind. Nein, ich tue es nicht für mein Kind, ich tue es für mich, auch. Um für mein Kind da sein. So meine ich es, genau so. Ja, ja, genau. Mhm. Ich tue es ja nicht für irgendjemand anderen. Mhm. Es spielt jetzt keine Rolle, ob ich es für mein Kind tue oder für meinen Opa oder für meine Schwester. Mhm. Ich tue es ja für mich. Und für ja, aber du, musst es auch, aber du musst es auch tun. Na, das will ich ja auch tun. Ja, du musst es auch tun, du tust es ja nicht. Ja. Also ich glaube, du musst dich da noch viel härter annehmen. Viel härter. Da hast du auch wieder recht. Habe ich recht, ne? Ja, scheiße. Weißt du was, wir werden dich erstmal nochmal zurückrufen, auch wegen dieser Jugendamtsgeschichte. Ja, wir gucken mal im Hintergrund, ob wir dir vielleicht hier schon sofort helfen können. Ja. Und wenn wir jetzt auch noch einen klugen Ratschlag von einem Zuschauer, einem Zuhörer bekommen, das wär toll. Kriegst du das natürlich auch sofort zugeschickt. Das ist super. Ja. Liebe Nadine, dann legst du bitte auf und wir melden uns gleich wieder. Und im Prinzip, was die Inhalte anbelangt, sind wir uns ja einig, glaube ich, ne? Ja, das ist toll. Ja. Alles Liebe, Nadine. Wenn ich irgendwie eine Hilfe erreichen könnte. Genau. Jetzt legst du bitte auf und wir melden uns gleich nochmal. Ja, okay. Tschüss. Ich wünsche dir alles Gute. Dankeschön. Tschüss und alles weitere Gute für deinen Lebensweg. Dankeschön, sehr nett. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema, meine Gesundheit ist mir egal. Ich möchte mit Leuten reden, die
Ja, die einfach sagen, mir ist das völlig wurscht, was mit meinem Körper ist, was, wie lange ich lebe, ob ich krank werde. Ich lebe jetzt und lasse es mir gut gehen. Ich esse, ich trinke, ich rauche, ich konsumiere Drogen, ich mache ganz extreme Sachen, im Sexuellen vielleicht oder im Sportlichen, sofern man das dann noch Sport nennen kann. Oder vielleicht auch Leute, die schon sehr erkrankt sind und sich gar nicht behandeln lassen wollen. Die sagen einfach, nee, das ist mir alles völlig wurscht, wenn ich in ein paar Jahren tot bin, dann ist es halt so. Das ist unser Thema morgen. Meine Gesundheit ist mir egal. Ich möchte gerne mit euch darüber sprechen. Ab 0 Uhr sind wir wie immer morgen erreichbar unter unserer kostenfreien Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de rund um die Uhr. Heute nach wie vor freie Themennacht und ich freue mich jetzt auf den nächsten Anrufer und das ist die oder der Deria. Hallo. Hallo. Eine Frau. Sie bitte. Hallo. Deria. 23, ne? Ganz genau. Schön, dass du da bist. Um was geht's denn bei dir? Ich bin total aufgeregt. Ja, das verstehe ich. Das ist gleich weg, ich sag's dir. Okay. Um was geht's denn? Sag mal so ein paar Stichworte. Es geht um meine Beziehung. Ja. Und zwar, ich habe seit 2 Jahren bin ich mit meinem deutschen Freund zusammen. Ich bin Türkin. Ja. Und das ist, mein Problem ist, meine Eltern, die waren dagegen. Die waren total dagegen. Mhm. Weil er ein Deutscher ist. Mhm. Das war. Aber du hast es ihm gleich erzählt, dass du einen Freund hast und dass der Freund Deutscher ist. Der ist Deutscher, ja klar. Nicht mal, du hast es ihm auch gleich erzählt. Das war keine heimliche Beziehung. Davor ja. Also ich meine im Moment jetzt auch. Ich erzähle das lieber von vorne. Ja, erzähl mal von vorne, genau. Mhm. Okay, ich habe meinen Freund vor 2 Jahren kennengelernt. Mhm. Und so ein halbes Jahr haben wir gesagt, also er wollte mich gerne heiraten, natürlich habe ich dann ja gesagt. Oh, so schnell war das gleich alles eingetötet? Bitte? So schnell war das eingetötet mit das heiraten? Ich weiß nicht, für ihn bin ich die Traumfrau und er ist für mich Traummann. Ja, wie alt ist er? Der ist 28. 28, ja. 28. Okay, also groß verliebt. Aber wie? Mhm. Also sowas erlebe ich zum ersten Mal. Erzähl mal, wie es weiterging. Ja, und ja, irgendwann, dann habe ich erst mein kleiner Bruder erzählt. Mhm. Der ist 19. Mhm. Der war erst geschockt. Und dann hat er gesagt, komm, Schwester, erzähl das auch mein Vater. Mhm. Ich sag mal so, Vater ist bei uns zu Hause Boss. Klar, ja. Also der hat zu sagen, viel zu sagen. Familienoberhaupt. Ganz genau. Ja, ja. Ja, und habe ich gesagt, ja, erzähl du lieber, ich trau mich nicht. Mhm. Weil so gesehen, mein Vater ist auch sehr streng. Mhm. Ja, der hat meine Beziehung, mein Vater erzählt. Mhm. Der war geschockt. Mhm. Der hat mit mir geredet. War die Mutter bei dem Gespräch dabei? Nein. Erst nicht. Mhm. Also der Vater war geschockt, dass du einen deutschen Freund hast. Ganz genau, der war total geschockt. Und der war auch total aggressiv, also der wurde aggressiv. Mhm. Und ich habe gesagt, warum gibst du mir keine Chance? Wir lieben uns, wir wollen gerne heiraten. Was ist denn sein Argument gewesen? Warum will er keinen Deutschen für dich als Freund? Weil der ein Deutscher ist, weil der ein Christ ist. Weil er ein Deutscher ist, weil er ein Christ ist. Genau. Und selbst wenn er kein Christ ist, ist es auch egal. Aber er ist ein Deutscher und er will keinen Deutschen. Am Anfang hat er so gesagt, er hat gesagt, der ist Deutscher, will ich nicht. Auch wenn der seinen Glauben ändert, also dass er Muslim wird, trotzdem nicht. Mhm. Ich so, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Mhm. Ich hatte keine Freiheit, gar nicht. Mhm. Ich durfte zwar zur Arbeit, aber immer unter Kontrolle. Ja. Er hat mich immer kontrolliert, heimlich. Aber du hast heimlich den Kontakt zu deinem Freund aufrechterhalten? Ganz genau. Ja. Also heimlich, am meisten telefonisch. Ah ja. Weil ich auch nicht so oft raus darf. Ja. Jetzt machen wir mal einen Sprung, sonst kommen wir gar nicht mit der Zeit hin. Ins Aktuelle, ins Heute. Den Freund gibt's immer noch. Mein Freund gibt's noch. Und du liebst ihn nach wie vor wahnsinnig und er liebt dich auch. Ja, auf jeden Fall. Und was sagt der Vater, der Papa heute? Anfang dieses Monats bin ich zu ihm abgehauen, ganz spontan. Ach so. Ohne Sachen, ohne Pass, ohne nix. Was sagt deine Mutter denn? Meine Mutter, ja, danach hat sie gesagt, ja, Tochter, wenn er Moslem wird, dann werde ich sogar eure Hochzeit
selber bezahlen. Moment, auch wenn er Moslem würde, müsst ihr die Hochzeit selbst bezahlen? Verstehe ich jetzt nicht. Also sie meinte, wenn dein Freund, wenn er Moslem wird, dann sind wir gar nicht dagegen. Ach so. Genau. So, aber dennoch bist du abgehauen, weil dein Freund will nicht Moslem werden. Also ich habe denen zwar erzählt, ich meine, wir wussten das schon lange, aber der hat gesagt, dass sowas nicht leicht ist. Ich akzeptiere seine Meinung auch. Das ist ja nicht so, dass man heute auf morgen eine andere Religion glaubt. Das ist gar nicht leicht. Ich finde es auch völlig falsch, aufgrund einer Beziehung oder einer Ehe nur deshalb die Religion zu wechseln. Eine Religion muss von Herzen kommen, das muss man wirklich wollen und nicht nur, weil sich da so eine Verbindung anbahnt. Wie ist denn jetzt die Stimmung? Das heißt, du bist jetzt im großen Streit und Krieg mit deiner Familie. Aber sehr. Also, ich habe gesagt, ich akzeptiere meinen Freund, wie er ist. Dann würden die mich bestimmt zu Hause sperren. Da muss ich dir mal wirklich sagen, ich hab da wirklich Respekt vor dir, dass du ein mutiges Mädchen bist. Danke. Ja, wirklich. Wenn man aus so einem traditionellen Haus kommt und so einen Druck spürt und ich sage es auch mal in dieser Form auch diesen Rassismus zu spüren bekommt, den deine Eltern formuliert haben. Denn nichts weiter ist das ja. Dass du den Mut hast, rauszugehen und zu deinem Freund zu stehen, Hut ab, wirklich. Finde ich toll. Wobei mir schon klar ist, in welcher Not du jetzt bist und hast du auch Angst vor deiner Familie? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe sowieso jetzt immer noch Riesenangst. Also ich treffe meinen Freund sowieso, ich sage mal im Monat 2, höchstens 3-mal vielleicht. Und das ist sehr heimlich. Also ich gehe heimlich raus. Was ist das für eine schlimme Welt? Ich will, dass ein Türke mit einem deutschen Mädchen zusammen ist. Ich will, dass ein deutsches Mädchen mit einem Türken zusammen sein kann. Und dass alle Familien, sowohl die deutsche Familie als auch die türkische Familie, nichts dagegen hat. Denn es soll nur die Liebe zählen. Und es soll nur darum gehen, dass die beiden jungen Leute sich verstehen. Nur das zählt und nicht diese ganzen Kategorien der Tradition. So sehe ich das genauso. Aber das ist so... Die bedrohen mich. Ich kann nicht anders. Das heißt, du musst dich jetzt richtig verstecken, oder wie läuft das? Wenn ich meinen Freund sehen möchte? Nein, überhaupt. Hast du Angst, auf die Straße zu gehen? Nein, aber wenn ich zu meinem Freund hinfahre. Aber ich meine, du wohnst im Moment. Natürlich bei meinen Eltern. Ich bin ja wieder zurück. Ach so, du bist wieder zurück? Ach so. Ich bin zurück. Wo ich bei meinem Freund war. Da hat meine Schwester geklingelt und sie hat gesagt, dass sie mit mir reden möchte. Ich so, okay. Ja. Sie hat gesagt, lass uns eine Lösung finden. Komm nach Hause. Ach so, jetzt verstehe ich. Ich dachte, du wärst quasi jetzt auf der Flucht vor deiner Familie. Du bist im Moment in deiner Familie. Jetzt bin ich wieder zurück. Und du sagst deiner Familie, du hättest den Freund nicht mehr? Nee, die wissen jetzt, dass ich mit ihm zusammen bin, natürlich. Und das ist jetzt so... Die werden jetzt mit meinem Freund unterhalten, reden, über meine Religion, alles. Ach so. Ach so, das heißt, es ist so weit, dass auch dein Vater sagen würde, okay, wenn er Moslem wird, dann ist es okay. Ja, und im Moment ist er im Urlaub. Er ist bei seiner Familie, der ist so nach einer Woche wieder zurück. Der Freund. Dann wird die Sache, mein Vater. Mein Vater. Mein Vater. Wenn er zurück ist, werden wir die Sache jetzt regeln. Will denn dein Freund Moslem werden? Der sagt mir nicht ja und der sagt mir auch nicht nein. Ja, kann man auch nicht viel mit anfangen, wenn er nicht ja sagt und nicht nein. Also du denkst schon, dass er sich da irgendwie hingedrängt fühlt, oder? Ja, nicht direkt. Der möchte gerne gucken mit mir, lesen und gucken, forschen. Ist er denn gläubiger Christ? Der ist Christ, ja. Also gläubiger Christ auch? Ja. Also, praktiziert er seinen Glauben auch? Ja. Geht er in die Kirche? Nein. So, was ist jetzt der wirkliche Grund, weswegen du mich angerufen hast? Ich möchte gerne fragen, wie ich denken soll.
Ich habe meine Familie auf der linken Seite und auf der rechten Seite meinen Freund. Ich stehe in der Mitte. Ich verstehe das Dilemma, ich verstehe das absolut. Ich habe hier schon mit so vielen türkischstämmigen Mädels und Jungs gesprochen, die genau das Problem hatten. Und das ist so schwer. Für euch ist das unglaublich schwer. Das ist unfassbar, das kann keiner fühlen. Das glaube ich. Von außen kann man immer sagen, na okay, du sollst den Weg der Liebe gehen. Aber mir ist natürlich auch klar, dass das unter Umständen damit verbunden ist, dass man seine gesamte Vergangenheit, die Familie, alle Erinnerungen, alles muss man abbrechen. Das ist schon sehr schwer. Ja. Das Schönste wäre natürlich, wenn man beide Welten zusammenbekommt. Aber wenn man sie nicht zusammenbekommt, dann ist es wirklich ein ausgesprochenes Dilemma, in dem die Menschen dann stecken und du jetzt auch. Ja, und ich hatte auch eine große Familie. Ja, ja. Und das ist ja auch was Tolles, eine Familie zu haben. Ja. Was wird sein, wenn dein Freund sagt, nee, ist nicht mein Ding, ich möchte es nicht? Da weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht mehr, weil der weiß ganz genau, dass ich ihn sehr, sehr liebe. Würdest du... Bitte. Nee, sag du. Ich hab das vergessen. Wenn er das macht, wenn er Moslem würde, hast du den Eindruck, dass deine Eltern ihn dann wirklich mit ganzem Herzen aufnehmen oder dann immer noch mit Zähneknirschen? Nee, doch mit ganzem Herzen, weil natürlich, das ist so, meine Eltern, die sind eigentlich ein lieber Mensch. Mhm. Aber wenn an Religion kommt, dann sind die ganz anders. Mhm. Natürlich, dann wäre das alles anders. Mhm. Und meine Mutter hat gesagt, wenn der Moslem wird, ich werde eure Hochzeit selber bezahlen. Mhm. Dass meine Mutter das alles bezahlt. Ja, also, wenn dein Freund das wirklich mit dem Herzen will und kann, ist das natürlich ein guter Weg. Aber er darf sich nicht verbiegen. Wenn er es nicht wirklich so empfindet und auch den Glauben nicht hat, dann kann er das nicht machen. Dann ist das auch ein Frevel. Der hat auch gesagt, ich möchte keine Belohnung, weil wenn ich jetzt so tue, dass ich Moslem geworden bin, aber innerlich bin ich noch Christ. Genau, genau. Dann geht das nicht. Dann kann das nicht machen. Weil der möchte meine Familie auch nicht anlügen. Das heißt, stehst du irgendwann vor der großen Entscheidung. Nehmen wir mal an, dein Freund entscheidet sich dagegen, Moslem zu werden. Mhm. Dann stehst du vor der großen Entscheidung, und da kann dir kein Mensch helfen, dass du sagst, ich entscheide mich für meinen Mann und für meine Liebe. Oder ich entscheide mich für meine Familie und meine Tradition. Und das ist das Harte, was dir bevorsteht, unter Umständen. Ja. Genau. Und was ich denke, muss ich dir nicht sagen, was meine Meinung ist. Dann sag ich es doch nochmal. Natürlich würde ich dann sagen, entscheide dich für die Liebe und für deinen Mann. Ja. In der Hoffnung, dass deine Mama und dein Papa irgendwann doch sagen, okay, das Mädel soll glücklich werden, uns geht's nur um das Glück des Kindes. Mhm. Das wäre natürlich das Allerschönste. Ja. Also, mehr kann ich dir jetzt auch nicht sagen, Lea. Auch, also, so, ganz genau. Mhm. Weil ich möchte mit ihm alt werden und mit ihm sterben. Also, Na, ich merke schon, dass ihr euch sehr, sehr gerne habt, aber richtig gerne. Ich würde für ihn auch mein Leben riskieren. Ja. So, liebe Derja, jetzt läuft uns die Zeit ein bisschen weg. Aber ich glaube, ich habe dir so meine Meinung und meinen Standpunkt klar gesagt. Mhm. Ich wünsche dir wirklich das Glück, dein Glück. Ich wünsche dir dein Glück. Ich sag's einfach mal so. Ich wünsche dir dein Glück. Von Herzen. Danke sehr. Alles noch Liebe. Etwas? Noch etwas? Ja? Wenn ich dich immer höre, dann sage ich, ich hätte gern einen Bruder wie einen Domian. Ach. Wirklich. Ah, das ist aber rührend. Jeden Tag. Das ist aber sehr rührend. Das finde ich aber sehr nett. Das hat aber auch noch keiner zu mir gesagt. Nee, aber das sage ich vom Herzen, wirklich. Sehr lieb, sehr lieb. So, ich wünsche dir alles Gute und wir verabschieden uns jetzt hier beide. Danke sehr. Tschüss. Tschüss. Und hier ist der Werner. Werner ist 20. Guten Morgen, Werner. Morgen. Ja, guten Morgen, Werner. Um was geht's denn bei dir? Es geht um meine Freundin. Deine Freundin? Ja, Freundin. Du sagst das schon mit so einem schweren Atmer. Was ist da los? Ja,
Ich habe einen Sohn, oder wir haben einen Sohn. Oh, du hast schon einen Sohn mit 20. Ja. Mhm. Der ist jetzt 9 Monate. Ja. Sie ist jetzt 18 geworden. Und wie lange seid ihr schon zusammen? 4 Jahre. 4 Jahre schon? Ja. Boah, da hat das aber, ging es aber früh los. Das Problem ist bei mir, sie ist jetzt schon wieder schwanger. Sie ist schon wieder schwanger? Ja. Warum? Ihr wisst doch, wie es geht. Gute Frage. Ja, ich weiß, wie es geht. Ja. Warum verhütet ihr da nicht ordentlich? Sie hätte ja eigentlich in der Zeit, hätte sie ja eigentlich Pause gehabt. Ja. Und sie hat es mir heute gebeichtet, dass sie schwanger ist und jetzt stehe ich da und weiß nicht, was ich machen soll. Also, ich habe so spontan so reagiert, weil ich denke, dass für so ein junges Paar ein Kind schon, das ist schon eine Belastung und schon eine Schwierigkeit. Und jetzt nochmal sofort ein Kind zu kriegen, ist natürlich Wahnsinn. Lebt ihr zusammen? Nein. Warum nicht? Sie ist in Mutter-Kind-Heim. Im Mutter-Kind-Heim? Mhm. Warum? Weil die Verhältnisse bei ihren Eltern nicht dem Jugendamt entsprechen. Und warum wohnst du nicht mit ihr zusammen? Weil sie noch zu jung ist. Oder war sie zu jung. Aber jetzt ist sie 18. Jetzt ist sie 18 geworden. Das heißt, jetzt könntet ihr beiden zusammenziehen? Könnte, aber das macht das Mutter-Kind-Heim nicht mit und das Jugendamt. Mhm. Hast du einen Job? Verdienst du Geld? Nee, nicht mehr. Was heißt nicht mehr? Bist du arbeitslos? Geworden, ja. Ich habe vorher bei meinen Eltern gelebt und ich bin dann ausgezogen. Mhm. Und ja, und jetzt wollte ich eigentlich für meinen ersten Sohn mich drum kümmern, dass ich da was bieten kann. Ja. Ja, und jetzt ist das nächste schon wieder unterwegs. Es ist mir nicht ganz klar geworden mit dem Arbeiten. Hast du eine Ausbildung? Ja, ich habe Ausbildung gemacht als Berufskraftfahrer. Ja. Die ging aber nur 1,5 Jahre. Ja. Und dann habe ich die abgebrochen, weil ich schwierige Probleme hatte in der Berufsschule. Aha. Du lebst im Moment nicht mehr bei deinen Eltern? Nee, ich bin ausgezogen. Und hast eine eigene Wohnung? Ja. Und wie finanzierst du das? Das wird alles vom Amt bezahlt. Ja. Was sind denn, bevor wir jetzt auf das Kind weiter zu sprechen kommen, was sind denn deine Pläne? Du bist ein 20 Jahre junger Kerl, du musst ja auch Pläne haben. Die habe ich auch. Nämlich? Aber die werden jetzt durchkreuzt, irgendwie alles. Was wären denn deine Pläne gewesen? Ja, ich wollte eigentlich einen Führerschein machen, für einen LKW-Führerschein. Aber du hast doch da schon Ausbildung angefangen, musste man dafür nicht den Führerschein haben? Ja, ich habe den auch schon angefangen, aber die Firma hat mich weiter finanziert und da musste ich abbrechen. Also das wäre dein nächstes Ziel, diesen Führerschein zu machen, um? Ja, für meinen Sohn eigentlich da zu sein, dass ich ihm was bieten kann. Um dann zu arbeiten? Ja. Ja. So, jetzt ist deine Freundin 18 Jahre alt, ein 9 Monate altes Kind ist da, ist wieder schwanger. Mhm. Und ihr wollt das Kind haben? Das wissen wir so nicht. Das ist eine schwierige Entscheidung, weil sie Mutter-Kind-Heim ist und wir haben Angst, dass das Kind vom Mutter-Kind-Heim wegkommt. Das noch nicht geboren oder das andere? Ja, es ist noch nicht geboren. Nee, aber was habt ihr Angst, welches Kind wegkommt? Das, was unterwegs ist. Habt ihr Angst, dass, warum habt ihr die Angst? Weil aus diesem Mutter-Kind-Heim schon viele Kinder weggenommen worden sind und wir haben jetzt Angst, dass Also ihr habt die Sorge, dass das Mutter-Kind-Heim Druck ausübt, dass deine Freundin abtreibt. Mhm. So meinst du das? Ja. Mhm. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das darf es in Deutschland nicht geben. Pass mal auf, mein Lieber, jetzt höre ich die Musik gerade im Hintergrund. Das ist aber sehr kompliziert, dein Fall. Und da muss aber jetzt ordentliche Hilfe und Rat her. Wir werden dich jetzt gleich wieder anrufen. Du legst gleich auf und wir rufen dich an. Dann kriegst du erstmal von uns eine richtig gute Beratung und auch entsprechende Informationen noch, wohin du und ihr euch wenden solltet. Kein Mutter-Kind-Heim in Deutschland darf ein junges Mädchen dazu zwingen, abzutreiben. Das gibt's überhaupt gar nicht. Mein Lieber, du legst auf und wir rufen dich gleich wieder an, okay? Ist okay. Ja, mein Lieber, Werner. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
So, ihr Lieben, das war's für heute in der Technik Gunnel Blendin. Und morgen heißt unser Thema: Meine Gesundheit ist mir egal. 1 Uhr Radio Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Und ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.